Also mit Sicherheit nicht nach jeder Probe. Ja. Wenn ich jetzt einen Chardonnay und danach einen Gewürztraminer und dann wieder einen Müller-Thurgau, dann muss ich nach dem Gewürztraminer muss ich mit Wasser neutralisieren, dass der Geschmack von dem Gewürztraminer wieder weg ist. Sonst ja. kann ich den Müller-Thurgau oder den Riesling nicht neutral probieren. Das okay. geht nicht. Aber solange ich mich in der Frucht, in der Aromatik steigere, brauche ich kein Wasser. Okay. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, ein Stück Käse dazwischen. Ja, aber das ist nur für den Gaumen, für den Alkohol ein bisschen zu peppen gut oder ein Stück Brot. Ja. Aber bringen tut es nichts, weil der Käse, der hat ja Milchsäure. Und die Milchsäure, die ich dann auf der Zunge habe, ja. gibt dem Wein einen ganz anderen Säurecharakter. Verstehe. Ja? So, was haben wir jetzt im Glas? Jetzt haben wir einen Merlot Rosé im Glas. Der wird so gefüllt, wie er ist. Also 500 Liter werden Rosé Secco. Ja. Und, 500, und die 1500 Liter werden Roséwein trocken. Ja? Dann probieren wir mal. So, und hier stimmt auch die Reihenfolge, also wir sind genau auf der richtigen Spur. Ja, ja. Wie sagt man, aus, wir gehen immer vom Weißen zum Roten. Über den Roséwein, über das bisschen Rot. Ja. Ne? Weil sonst müssen wir die Gläser spülen. Auch wieder mit Wasser, das ist schädlich, habe ich gesagt. Ne? Sehr gut. Prost. Prost. Zu Temperaturen. Also es gibt ja die Meinung, also Weißwein sehr, sehr kühl oder kalt. Oder und Rotwein, Zimmertemperatur. Also was sagt der Fachmann, wie ist das richtig? Zimmertemperatur beim Rotwein, viel zu warm. Ja. Denn heute sind die Zimmer 23 Grad. Genau das ist es. Das ist zu viel. Ja. Ja. 19, wie der Habeck verlangt hat, langt. Ja. Ne? Obwohl ich von dem nichts halt. Aber ne? Der Roséwein, das ist ein richtiger Terrassenwein. Ja. Den trinke ich im Sommer auf der Terrasse, da muss der kalt sein, da kann der 4 Grad haben. Warm wird er von selbst. Tatsächlich, ja. Ja? Ja, ja. Ja? Und der Weißwein 6 Grad. 6 Grad, wenn der dann in der Sonne steht und wird zu warm, ist es auch blöd. Also dann sollte man einen Flaschenkühler dabei haben. Oder irgend sowas, was eben den Wein nicht wärmer werden lässt. Oder schneller trinken. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit.